Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Erklärvideo, und zwar heute nochmal die Themen Grundaufgabenprozentrechnung, Zinseszinsen, Angebote vergleichen und Preissenkung bzw. Steigerung. Vom Prinzip her, ich gehe jetzt nicht nochmal jede Aufgabe im Detail durch, sondern erkläre kurz die Berechnung. So, und zwar fangen wir mit den Grundaufgaben an. Da gibt es drei verschiedene. Und zwar fange ich direkt mal mit einer an. Und zwar steht hier direkt 16 Euro von 400 Euro. Also beispielsweise hat man 400 Euro als Weihnachtsgeschenk und man hat 16 davon bekommen. Und jetzt die Frage, wie viel Prozent sind das? Was muss ich machen? Ich habe ja mal gesagt, die erste Zeile ist die wichtigste. 400 Euro sind 100%. Dann rechne ich im nächsten Schritt 1 Euro aus. Wie viel sind 1 Euro? Dann kann ich nämlich auch ausrechnen, wie viel Prozent 16 Euro sind. Also teile ich durch 400 auf beiden Seiten und rechne dann mal 16. Und dann habe ich raus, dass 16 Euro 4% sind. So, wie geht die andere oder die anderen zwei Grundaufgaben? Das haben wir auch schon x-mal geübt. Zum Beispiel 16% von 300 Euro. 16%, nicht Euro. Wie viel ist das? Erste Zeile wieder. 300 Euro sind 100%. Und dann kann ich im nächsten Schritt diesmal im Gegensatz zur anderen Aufgabe ausrechnen, wie viel 1% ist. Das heißt, ich muss immer schauen, suche ich jetzt Prozent oder Euro. Ein Beispiel davor habe ich Euro gesucht und jetzt suche ich Prozent. Beziehungsweise umgedreht, 16 Euro war gegeben, jetzt ist 16% gegeben. So. Das heißt, ich muss jetzt erstmal ausrechnen, wie viel ist 1%, also teile ich durch 100. Das heißt, 3 Euro sind 100%, kann man ja mit dem Taschenrechner meinetwegen rechnen, 1%. Und dann mal 16. Dann komme ich auf 16%, also 16 mal 3 sind 48 Euro. Wie gesagt, zur Not mit dem Taschenrechner, da ist ja erlaubt. Gleich 16%. Zack. Genau. So, und die dritte Prozent, Aufgabe, die Grundaufgabe, die es gibt. Also wir haben jetzt einmal ausgerechnet, wie viel Prozent irgendwas ist. Wir haben ausgerechnet, wie viel Euro beispielsweise 16% sind. Und die dritte Aufgabe ist, dass wir den Grundwert ausrechnen. Nehmen wir mal als Beispiel. Wir wissen, dass 14% sind 20 Euro. Also beispielsweise haben wir irgendwo 20 Euro gewonnen oder bekommen und das sind 14%. Und wir sollen jetzt ausrechnen, wie viel sind 100%. Wie geht das? Erste Zeile muss stehen und die heißt jetzt 14% ist gleich nicht 100 Euro oder irgendwas, sondern 20 Euro. Ne? 14% sind 20 Euro, also 14% gleich 20 Euro. Jetzt will ich wissen, wie viel 100% sind. Das heißt, ich rechne erstmal 1% aus. Das heißt, 14 durch was ist 1? 14 durch 14. Und das Ganze mache ich jetzt auf der anderen Seite genauso, also 20 durch 14. So, jetzt kommen halt hier diese Kommazahlen ins Spiel, 1,428 und so weiter und so fort. Könnte man jetzt gerundeterweise hier hinschreiben, dann wird es aber ein bisschen ungenau. Wir rechnen gleich mal weiter. Ich will ja wissen, wie viel sind 100%. Das heißt, das Ergebnis, was ich jetzt habe, ist 1%. Also muss ich nochmal 100 rechnen, um auf 100% zu kommen. Und dann komme ich auf 142,8 Euro.
5,7, also 142 und 86 Cent. Also 142. Kann jeder auch selber nochmal nachrechnen. 0,86 Euro. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss immer schauen, was die erste Zeile ist. Und dann muss ich gucken, den Schritt gehen, rechne ich 1% aus erstmal als Zwischenschritt oder rechne ich 1 Euro aus? Und das ist halt die Frage, was man halt sucht. So, und diese drei Aufgaben sind im Endeffekt immer das gleiche. Gut, nächste Geschichte: Zinseszinsen. Was sind Zinseszinsen? Nochmal, wir legen irgendwo Geld an, bei der Bank zum Beispiel, und bekommen da jährlich Zinsen. So. Und die Zinsen werden jedes Jahr mehr. Das ist der Zinseszinseffekt. So. Und das Einzige, was man hier eigentlich machen muss, ist es normal durchrechnen mit ein bisschen Verstand. Und zwar habe ich als Beispiel mal, man hat 200 Euro und man hat 3% Zinsen. Die Zinsen bekommt man jedes Jahr, ist auch immer gleich, über 3 Jahre hinweg. Und jetzt kann ich ausrechnen, wie viel Geld habe ich nach 3 Jahren. Erstes Jahr. Was muss ich machen? Ich habe im ersten Jahr 200 Euro, davon rechne ich 3%, also 3% von 200 Euro. So, was im Endeffekt das gleiche ist wie die Grundaufgabe. Ja. Also rechne ich jetzt 200 durch 100 mal 3, dann komme ich auf 6 Euro Zinsen, die ich im ersten Jahr bekomme. So, wichtig ist, das ist jetzt nicht für jedes Jahr gleich, die ändern sich. So, und jetzt kommt's. Wie viel Geld habe ich dann auf dem Konto nach einem Jahr? Da habe ich 6 Euro Zinsen plus die 200 Euro. Also habe ich 206 Euro Cash in the Tash nach einem Jahr. So, jetzt geht das zweite Jahr los. Jetzt rechne ich nicht 3% von 200, sondern 3% von 206 Euro. So, und jetzt sieht man schon, wenn man das jetzt ausrechnet, also 206 durch 100 mal 3, steigern sich jetzt die Zinsen. Im ersten Jahr hatte ich 6 Euro Zinsen und im zweiten Jahr habe ich 6,18 Euro. Also es wird mehr. Die Zinsen werden mehr. Und das ist dann dieser Zinseszinseffekt. So, jetzt, was muss ich als nächstes machen fürs dritte Jahr? Das muss ich natürlich erstmal ausrechnen, wie viel Geld habe ich nach 2 Jahren auf dem Konto. Also nehme ich die 206 Euro plus die neuen Zinsen, also plus 6,18 Euro. So, das heißt, ich habe dann, wenn ich ins dritte Jahr gehe, 212,18 Euro und davon rechne ich wieder 3%, 3% aus. Also wieder 212,18 durch 100 mal 3 und dann sieht man, erhöhen sich wieder die Zinsen, dann komme ich auf 6,37 Euro Zinsen. So, und jetzt kommt der Knackpunkt. Jetzt kommt es drauf an auf die Aufgabenstellung. Wenn jetzt die Frage ist, wie viel Zinsen gibt es insgesamt, muss ich die drei Zinsen, also drei Zinsen quasi zusammenrechnen. Also 6 Euro plus 6,18 Euro plus 6,37 Euro. So, das sind dann 18,55 Euro. Wenn jetzt die Frage ist, wie viel Geld nach 3 Jahren auf dem Konto ist, muss ich natürlich die Zinsen plus den Kontostand ausrechnen. Also da wären wir dann bei 218,55. Das heißt, ich muss immer gucken, wie ist die Fragestellung. So. Und jetzt vielleicht nochmal dazu. Wir hatten ja diese komplizierte Formel gehabt. Die könnte ich in dem Beispiel auch nutzen. Aber ich würde diese Formel nur nutzen, wenn als Aufgabe steht, berechne doch mal, wie viel Geld hat man nach 40 Jahren? Ne, wir hatten als Beispiel zum Beispiel, also wir haben den Dönerpreis ausgerechnet nach 40 Jahren, wie der sich verändert. Und bei größeren Jahreszahlen bietet sich das an. Also ich könnte zum Beispiel die Frage stellen, 200 Euro lasse ich jetzt 30 Jahre auf dem Konto, wie viel Geld habe ich bei 3% Zinsen? So, und vielleicht nochmal, wie man das aufschreibt, also K. Jetzt 30 nach 30 Jahren. Ich fange immer an, 200 Euro, also das Geld, was ich auf dem Konto habe, mal 1,03.
weil ich ja 3% Zinsen habe, hätte ich jetzt 8% Zinsen, wäre es 1,08 und dann hoch. Ja, wir haben es ja auch im Taschenrechner eingegeben, hoch 30. Ne, weil 30 Jahre. Wenn ich jetzt nach 80 Jahren das wissen will, müsste ich hoch 80 rechnen. Und dann kommt die Zahl hier raus. Dann kommt das Geld raus, wie viel man auf dem Konto hat. So, können wir jetzt hier mal schnell machen. Also wie gesagt, das Ganze haben wir ja geklärt im Taschenrechner. Hoch 30. Ja, dann hätte man nach dem ganzen Prinzip hätte sich das Geld sozusagen verdoppelt. Und zwar hätte ich dann 485,45 Euro. So, wenn ich jetzt ausrechnen würde hoch 3, kommen wir nämlich auf die Zinsen oder auf das Geld, was man nach 3 Jahren hat. Also das waren ja diese 218, 54, beziehungsweise wir haben jetzt überall gerundet, dann sind es dann 55. Zack. Prinzip, denke ich, verstanden. So, jetzt noch zwei Sachen, die eigentlich auch nur Anwendung sind. Hatten wir auch in der LK. Angebote vergleichen. So, beispielsweise, man kauft irgendein Auto, hat zwei Angebote und soll gucken, was billiger ist. So, und jetzt ganz wichtig, was kommt denn das, also was muss ich immer anschauen? Ich muss mir anschauen, wie viel Geld muss ich anzahlen? Also, wenn ich zum Beispiel ein Auto habe, was 10.000 Euro kostet, und ich 2.000 Euro anzahle, dann zahle ich schon mal die Anzahlung, also 2.000 Euro. So. Dann brauche ich noch 8.000 Euro, die ich mir dann finanziere, also quasi, ne, mir leihe. Das heißt, es sind noch mal 8.000 Euro. Ne, Klammern Kredit, wenn ich kein Geld habe, muss ich mir das leihen. So, und jetzt kostet das Auto nicht nur 10.000 Euro, sondern jetzt muss ich natürlich, weil ich das Geld leihe, auch Zinsen bezahlen. In dem Fall gehen wir mal von 3% aus. Also muss ich noch dazu rechnen, 8% von 8.000 Euro. Na, da steht dann alles im Text mit. So, das heißt, das Auto kostet dann halt nicht 10.000 Euro, sondern ich muss noch die Zinsen dazu rechnen. Durch 100 mal 3, 240. So, das heißt, die Kiste kostet 10.240 Euro. So, und jetzt kann ich das Ganze noch bei einem anderen Beispiel, also bei einem anderen Angebot machen und kann dann vergleichen, welches Angebot ist billiger. Also es ist wirklich einfach. Ich muss immer nur gucken, dass ich die Zahlen richtig zusammenrechne und halt die Prozentrechnung drauf kann. Also durch 100 mal 3 noch dazu. So, letzter Punkt, Preissenkung, Schrägstrich, Steigerung. So nach dem Motto, ich habe hier auch mal ein Beispiel, irgendeine Konsole oder irgendwas kostet 400 Euro und wie es halt so ist, wird das Ganze teurer oder billiger. In dem Fall wird das um 4% teurer. Und jetzt soll ich ausrechnen, was das Teil quasi kostet jetzt. Konsole oder irgendwas. So, das heißt, ich muss rechnen 400 Euro und 4% teurer, also muss ich noch 4% von 400 ausrechnen. Das heißt, 400 durch 100 mal 4, also 16 Euro, also kostet, je nachdem, was man halt kauft, nachdem es teurer geworden ist, 416 Euro. So, genauso gut könnte ich natürlich auch sagen, irgendwas wird billiger, ein Rabatt. Ne, ganz so, was man halt so kennt. Sagen wir mal, wir kaufen eine Jacke für oder eine Hose für 20 Euro und es gibt 4, da kommen wir mal eine runde Zahl, 10% Rabatt. So, was kostet dann die Hose? Die kostet natürlich weniger und ich muss nämlich noch 10% abziehen. So, das kann ich wieder rechnen: 10% von 20, 20 durch 100 mal 10. Alles nochmal selber nachrechnen, am besten komme ich auf 2 Euro. Also kostet die Hose dann nur noch 18 Euro. Ne, muss ja weniger werden. So, und auch hier jetzt ganz wichtig nochmal der letzte Punkt. Ich habe es hier, ich mache das mal noch weg, ich habe es hier nochmal fett markiert. Es kommt immer auf die Fragestellung an. Das heißt, ich könnte jetzt auch die Frage stellen,
wie viel Euro gab es Rabatt? Da kann ich nicht hinschreiben, die Hose kostet jetzt nur noch 18 Euro, sondern da müsste ich hinschreiben, insgesamt gibt es also 2 Euro Rabatt. Wenn ich die Frage stelle, was kostet die Hose nach der Rabattaktion, müsste ich hinschreiben, die Hose kostet 18 Euro. Also ich muss gucken, suche ich jetzt den neuen Preis oder soll ich angeben, um wie viel das gestiegen ist oder gesenkt ist. So. Und dazu jetzt noch die letzte Aufgabe. Und zwar schauen wir uns mal an, was auch im Endeffekt Preissenkung, Preissteigerung ist. Und zwar schreibe ich es direkt nochmal hin. Eine Hose wurde von 20 Euro auf 15, auf genau 15 Euro reduziert. Also ist weniger geworden. Wie viel Prozent sind das? So. Also um wie viel Prozent wurde die Hose reduziert? So, was muss ich machen? Ich muss wieder überlegen, die Hose, die ich zu Beginn für 20 Euro kaufen wollte, also sprich der höhere Preis, das sind 100%. Das ist die gesamte Hose. So, und jetzt wurde die Hose um 15 Euro, auf 15 Euro reduziert. Das heißt, die ist um 5 Euro billiger geworden. Und ich suche ja jetzt, um wie viel Prozent ist es günstiger geworden? Also wie viel sind die 5%? So, jetzt habe ich hier schon aufgeschrieben 5 Euro. Das heißt, ich muss jetzt wieder ausrechnen, wie viel Prozent sind die 5 Euro. Also rechne ich wieder aus, wie viel ist 1 Euro. Jetzt sieht man, glaube ich, schon das Schema. 20 durch was ist 1? Also durch 20. Also muss ich auch 100 durch 20 rechnen. Wie gesagt, meinetwegen mit dem Taschenrechner komme ich auf 5%. Oh, nicht 5 Millionen, das wäre ein bisschen viel. 5%. Und dann nochmal 5, weil von 1 Euro auf 5 Euro komme ich, indem ich mal 5 rechne. Also 25%. So, das heißt, ich weiß jetzt, 5 Euro sind 25%. Also wurde die Hose um 25% reduziert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich nehme mir immer die Differenz, also quasi von 20 auf 15 Euro sind 5 Euro und rechne aus, wie viel sind 5% von dem ursprünglichen Wert. So, und jetzt noch eine letzte Aufgabe, beziehungsweise zum selber rechnen. Wir nehmen mal wieder das gleiche Beispiel. Eine Hose wurde von 30 Euro auf 40 Euro erhöht. Und jetzt kann jeder mal selber rechnen, wie viel Prozent sind das. Das heißt, kleiner Tipp, ich muss die Differenz nehmen, 10 Euro, und schauen, wie viel sind 10 Euro von dem ursprünglichen Wert, also von 30 Euro. In dem Sinne, viel Erfolg!